Euch zu den Kanal-News heute am Sonntag, den 26. März 23, News-Ausgabe Nummer 13 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Cool, dass ihr da seid. Tja, diese Woche war relativ ereignisreich, sowohl auf dem Kanal, aber auch im Leben außerhalb des Kanals, wo ich dann auch noch so ein paar Dinge einfach, ja, da haben sich doch ein paar Dinge ergeben, die einfach super spannend sind, zum Thema Radwegeplanung und zum Thema politische Ausrichtung und was ist eigentlich alles geschehen. Aber mal zurück, alles auf Anfang. Diese Woche habe ich ja mit der hiesigen Südwestpresse einen Artikel gestalten dürfen, vor allem mittlerweile wurde er dann komplett einmal seitenfüllend, wo es dann darum ging, um Horb und seine Radinfrastruktur, die alle hier nicht wohnen. Horb ist eine relativ große Stadt, war mal früher Kreisstadt, also schon ordentlich von der Größenordnung her. Und da ist mit der Radpolitik dann doch einiges im Argen, wo viele Sachen auch ein klein bisschen, sagen wir mal liebevoll, verschlampert worden sind. Aber auch richtig cool, aus dem Artikel in der Zeitung natürlich wurde auch noch, was ich gerade eben erst sah beim News-Dreh, auf dem Titelblatt wurde ich dann auch noch erwähnt mit diesem Artikel. Aber es geht ja gar nicht um mich ganz, es geht einfach nur darum, dass ich meine Reichweite auch mal nutzen kann, um gewisse Probleme einfach aufzuzeigen und wo sich vielleicht hoffentlich auch das eine oder andere dann dementsprechend ändert. Gleich noch mehr News dazu, da war so einiges los und da hat sich auch einiges dementsprechend ergeben. Fangen wir mal an. Thema, was war auf dem Kanal alles los? Im Video am Dienstag. Das Thema, welche Pedale fahre ich, warum fahre ich sie? Und ein bisschen Thema Ergonomie-Themen, wo ich da mittlerweile gelandet bin. Und ich kann euch sagen, ich fahre jetzt diese Reverse-Pedale seit mittlerweile jetzt schon Jahren, kann man sagen, auf einem Rad, runde 20.000 Kilometer. Und das ist auch mein Lieblingspedal geworden. Und deswegen wurde es es auch wieder. Übrigens, alle folgenden Woche, Ecke oben verlinkt, also unten in der Beschreibung, könnt ihr euch die kompletten Folgen, auch diese Zeitungsartikelfolge, dementsprechend nochmal auschecken. Zu der kommen wir nämlich jetzt zum Thema der Zeitungsartikelfolge oder quasi das Review zum Zeitungsartikel, wo ich auch noch mit meinen Worten einfach euch nochmal mitgenommen habe, was so alles im Argen liegt und wo das ein oder andere Problem bei diesen kompletten Verkehrswegeplanungen im Landkreis Freudenstadt oftmals hängt. Auch aus Sicht eines Radfahrers und nicht nur aus Sicht eines, ich plane als Autofahrer gerade mal einen Radweg. Cool, Zeitung sind wir richtig cool zu Wort gekommen, hier mit einer kompletten Seite und dementsprechend halt auch noch mit der Überschrift auf dem Titelblatt. Super, super cool und hat sich auch relativ viel politisch getan und auch von Behördenseiten hat sich viel getan. Da haben sich dann doch einige dementsprechend gemeldet, aber das sind nachher noch ein paar Worte mehr, wenn ich mal so die Basics abgefrühstückt habe. Um was ging es im Artikel? Ging darum, was ist gerade im Argen, wo sind Probleme, kaputte Ladestationen, vielleicht auch nicht geputzte Ladestationen und. Also war einfach mal so ein Überblick, was im Argen liegt, Beschilderung, die nicht passt. Also schaut euch die Folge einfach nochmal an, da könnt ihr euch dann einfach auch damit nochmal ein kleines Bild machen. Klar, unter dieser Folge waren also die Kommentare genauso breit aufgestellt, wie natürlich mir das auch völlig klar war. Es waren Kommentarschreiber dabei, die sagen, wenn man es liest, weiß man einfach, die fahren im Jahr vielleicht 100, 200, 500.000 Kilometer am Sonntagnachmittag einfach mal chillig eine Runde. Für die ist dieses Thema Verkehrswegeplanung und das Thema, wo kann ich mein E-Bike laden und gar nicht so wirklich das großartige Thema gewesen. Viele aber von euch haben auch gesagt, es ist eigentlich in allen Städten so und es ist nirgendwo wirklich besser und es ist erschütternd sowas. Und deswegen ist eigentlich ja völlig egal, weil es ja überall so ist. Boah, ja, fand ich dann schon spannend. Diese ganze Geschichte, die ganzen Aussagen dazu. Ein paar Kommentare waren auch dabei. War das von dir jetzt einfach, Entschuldigung YouTube, so eine Auskotzfolge? Nein, es war einfach nur mal, dementsprechend mal zu zeigen, was im Argen liegt und was man einfach mal anfassen sollte. Soweit da dazu. Jetzt haben wir, ich habe ja nicht relativ viel angesprochen in dem Thema, wo natürlich es um eine Beschilderung ging, was ja auch das Titelbild war, wo ich einfach vor einem Schilderbaum stand, wo man völlig unlogisch war, wo man hinfahren sollte. Die Schilder waren alle doppelt und dreifach dran. Ja, und was war passiert? Dieser komplette Schilderbaum wurde mittlerweile aufgelöst und er wurde frisch sortiert und die Schilder wurden dahin gemacht, wo sie auch hingehören. Also ans richtige Schild. Und mittlerweile ist die Ordnung und der Überblick deutlich größer geworden und es innerhalb von 3 Tagen finde ich schon mal richtig entspannt.
Was auch passiert ist, was ich auch sagen muss, mega cool, dieser Charger Cube, dieses Prestige-Projekt, wo wir Steuergelder im zweistelligen Tausenderbereich verballert haben, so irgendwas um 50.000 waren es rum, war natürlich nicht gepflegt. Definitiv, wenn ich Bilder einfach mal angucke, da sah es davor aus, alles schmutzig, alles dreckig, Ladekabel waren defekt, Ladeports waren defekt und. Und klar, war natürlich für mich ein Punkt, da einfach mal nachzuhaken. Mir war es vor allem ein Punkt, nachzuhaken, weil ich diesem Thema schon lange, lange beobachte und hier auf dem Kanal auch schon lange irgendwie nachschaue, warum einfach der Horb nichts macht, das Ding einfach nicht pflegt. Und upsi, es war in der Zeitung, es kam ein YouTube-Video raus, dann hat Horb reagiert, also die Gemeinde oder Stadt hat reagiert und der komplette Charger Cube wurde geputzt. Heute Morgen am Samstag, wo ich die News aufzeichne, war ich mal kurz an Horb vorbeigefahren. Der glänzt aber jetzt so richtig und vor allem, was ich auch noch richtig genial finde, die Schließfächer, die ja vorher dreckig waren und einfach nicht mehr nutzbar waren und auch alle offen gestanden sind, die sind mittlerweile geputzt und heute Morgen waren auch schon wieder 2 bis 3 Stück einfach benutzt, weil man ja mittlerweile coolerweise sagen kann, wenn die sauber sind, dann kann man dann ja auch die dementsprechend nutzen und so kann man auch Vandalismus verhindern und man hat einfach eine vernünftige Basis, das dementsprechend auch gescheit zu nutzen. Auch cool war die Geschichte mit den kaputten Ladeports, da wurde auch ein neuer eingebaut. Also das geht soweit auch für die Kabel, sind nicht ganz alle neu, aber wenn sie gehen, sage ich jetzt mal nichts, soweit alles gut. Was noch nicht geht, ist ein traurig, der Schuko-Anschluss in den Fächern drin, die sind immer noch deaktiviert, die müssen nochmal gucken, dass die noch funktionieren, weil gerade mit dem Smart System Rad muss ich ja am Schuko laden, weil es ja für das Bike Energy System noch kein Kabel gibt für Smart System. Aber ansonsten kann man sagen, ist noch einiges passiert. Und ich finde es richtig schön, dass da richtig aufgeräumt wurde. Und noch was anderes. Es wurden dann plötzlich auf dem Radweg Umleitungsschilder für eine zukünftige Umleitung aufgestellt. Ich wusste gar nicht, dass es für Radwege so schöne Schilder gibt, wo man auch mal sich orientieren kann, wo man auch eine Umleitung fahren muss. An einer Autostraße kannte ich dies, aber an einer Straße zum Radeln oder am Radweg fand ich es noch nicht so bisher vor. Echt schön gemacht, vielleicht auch eine Nummer zu viel jetzt, okay, ja. Aber besser als nichts, wenn es so bleibt, dann bin ich glücklich. Und wenn dann die Stadt Horb auch diese Infrastruktur so einfach auch als wichtig ansieht, dann macht es schon mal richtig, richtig Bock. Also, richtig coole Geschichte. Noch eine Idee, weiter geht die ganze Sache. Ich habe dann noch nächste Woche einen Termin bei der zuständigen Behörde für die Radwegeplanung, wo wir uns auch nochmal beschäftigen werden mit diesem ganzen Thema. Was ist da passiert und was kann man einfach besser machen, auch aus Sicht eines ganz normalen, öfter fahrenden Radlers und nicht nur der Gelegenheitsfahrer. Deswegen, super spannendes Thema, freut mich richtig. Das ging richtig in eine entspannte, richtige Richtung und man hat erkannt, dass es dann doch einiges getan werden musste. Also ich lasse euch auf dem Laufenden und werde euch einfach auch in den nächsten Wochen wieder mal irgendwann informieren, wie die ganze Sache dementsprechend so weitergeht. Echte coole Geschichte. Am Freitagsvideo, noch kleiner Livestream, Plauderrunde mit euch, um einfach mit euch in kleinen Kontakt zu kommen, ein bisschen austauschen, Projekte, was wollt ihr nicht und was habt ihr für Fragen gehabt und. Wie immer, ein bisschen ein kleiner Livestream ums Thema, war ja rum von mir Überschrift, macht Bike Upgrade Sinn? Ja, nein und wie haltet ihr's? Ich fand's einfach entspannend, 2 Stündle am Abend mit euch einfach ein klein bisschen in den Kontakt zu kommen. Samstags die eigene Bike-Werkstatt, das Thema Dämpferpumpe. Für mich so ein Kind, wo ich dann auch gesagt habe, oft mir sind die kleinen Pumpen zu fipsig, einfach zu klein. Ich habe mittlerweile jetzt eine gefunden, mit der ich super gut zurechtkomme. Und die habe ich da einfach mal in dem Video vorgestellt. Wie gesagt, Ecke oben verlinkt, als unten in der Beschreibung. Da könnt ihr die ganzen Folgen nochmal von der Woche auschecken. Aber die Woche war für mich mega spannend und vor allem mit der relativ großen Pressearbeit auch ein klein bisschen anspruchsvoll, um ein paar Themen noch aufzuarbeiten und einfach mal zu gucken, dass da auch alles dann beantwortet ist. Klar, logisch war mir dann aber auch soweit klar, wenn man das Projekt angeht, dass da auch die eine oder andere Frage auf einen zukommt. Dann schauen wir doch mal rein, was sonst noch in der Radwelt passiert ist diese Woche. Sogar richtig viel. Technisch, die Firma SRAM hat eine ganz neue Entwicklung rausgehauen, die seit 5 Jahren bei SRAM schon mittlerweile in den Schubladen sitzt und in der Entwicklungsabteilung liegt. Und man könnte sagen, bei SRAM, das Schaltauge können wir uns so langsam verabschieden. Ja, ihr hört richtig. Eins der Bauteile, die den Rahmen mal schonen sollte und auch an jedem Rad mittlerweile dran ist, hat SRAM jetzt mit den neuen Transmission-Eagle-Schaltungen dementsprechend entfernt. Und man kann jetzt seine Schaltungen, wenn das Rad vorbereitet ist,
von UDH Standard direkt am Rahmen festmachen. Finde ich super spannende Entwicklung. Klar, wir sind im Access-Bereich, also in elektronischen Schaltgruppen. Aber man sieht, die Reise geht in eine gewisse Richtung und es wird immer wieder mehr dazu gemacht. Und vor allem, was auch für mich da richtig wichtig und schön ist, die komplette Entwicklungsarbeit für diese aktuellen Transmission-Schaltgruppen sind gemacht worden, auch für den E-Bike-Verkehr. Das heißt, auch große Lasten können die schalten. Man kann unter Last endlich schalten. Was heißt endlich? Man kann es halt, wenn man es mal tun muss, und es leidet nicht gleich das komplette System. Ist aber ein System, was an sich heute noch in sich geschlossen ist, sprich, ich muss die passende Kette zum passenden Ritzel nehmen und zur passenden Kassette, weil es da so Schaltgassen gibt, dass es auch wirklich homogen unter Last und unter diesem Ganzen relativ knackfrei schaltbar ist. Finde eine coole Geschichte. Ich freue mich da mega drauf, sobald es mal in den nächsten 2-3 Jahren im weiteren Markt steht und man auch sagen kann, man kann das SRAM Transition sich holen und dann auch finanziell leisten. Klar, da sind wir aktuell noch relativ weit entfernt davon, dass es einfach den Massenmarkt ist. Aber wir waren auch bei Access vor 4-5 Jahren noch weit davon entfernt von Massenmarkt. Heute bekomme ich eine Access GX Schaltgruppe für runde 400 Euro. Also von dem her, das passt dann schon und ich freue mich da auf die Entwicklung, die einfach geht und man sieht, es geht einfach weiter. Und vor allem, wir gehen in einen Bereich rein, wo wir auch mal ein bisschen bessere E-Komponenten bekommen, dass auch die Langlebigkeit deutlich besser wird. Dann haben wir noch eine Nachrichtenmeldung diese Woche auch noch gehört, dass in Baden-Württemberg soll es neue Radwege geben. Da waren wir ja gerade eben wieder Zeitung dabei, wo wir sagen, es ging einige schief, aber Baden-Württemberg plant, allerdings hier halten wir fest, bis 2040, also in 17 Jahren, circa 2000 neue Radkilometer Radweg zu bauen. Im Regelfall oftmals, habe ich gehört, an Bundesstraßen oder an Landesstraßen entlang, wo man dann E-Projekte umsetzt. Was ich schon mal relativ Premium finde, weil es einfach relativ wichtig ist, um da einfach auch sicher von A nach B zu kommen. Keine Frage, klar, das macht schon richtig Sinn. Und es soll bis 27, also dann schon bis in den nächsten 5 Jahren, soll's, oder 4 Jahren, soll es dann auch schon ca. 600 Radwegkilometer geben in Baden-Württemberg, die bis dahin fertig gebaut sein sollen. Wenn das mal alles kommt, sei das löblich. Ich bin da aber auch gespannt, wo wir bei diesem Thema am Mittwoch hier waren, mit dem relativ dicken Problemen, auch Thema Winterräumpflicht. Da muss ich dann auch mal überlegen, wenn man den Radverkehr auch im Winter hat, dann muss man sich auch mal beschäftigen, dass man die Radwege auch in die Räumpflicht mit reinnimmt, dass man auch, wenn es mal einen kleinen Schneefall hatte, auch noch sicher von A nach B kommt. Bin ich echt gespannt, was da passiert, aber ich glaube, da ist schon eine ganze Menge jetzt am Laufen und es macht auch richtig Spaß, auch auf dem Kanal diesen Weg ein bisschen für euch mitzunehmen und mitzubegleiten und auch mal euch mit neuen Informationen rauszugeben. Und ich freue mich auch mega, dass man einfach mal sagt, das ist doch richtig genial, die Reichweite, die wir jetzt mal mit dem Kanal zusammen hier alle haben und die Presse mittlerweile auch schon damit eine kleine Aufmerksamkeit gefunden hat. Ist es richtig cool, dass wir einfach da auch ein bisschen was bewegen können für den Verkehrswandel, für den Klimaschutz. Für mich ein relativ großes Thema, dass man halt auch als ganz normaler Bürger von Klimaschutz irgendwas tun kann und tun muss. Und sich vielleicht, sage ich mal ganz, was ich auch denke, oftmals an der Straße festkleben, das ist eine, mag sein, das bin ich kein Freund davon und das unterstütze ich jetzt auch in diesem Umfang stellenweise überhaupt nicht. Aber ich denke, wenn man gewiss mal mit vernünftigen Maßstäben mal guckt, den Reichweite nutzt und guckt, was kann Klimawandel bremsen, was kann Mobilitätswandel ausmachen und wenn man eine Reichweite hat und kann vernünftig einfach mal auf Ballhöhe mit ein paar Leuten reden, das finde ich schon richtig genial. Ich freue mich da echt drauf und euch damit reinzunehmen, freue ich mich auch richtig. Soweit diese kleine Folge hier von den News, so sonntägliches Format. Lasst noch ein kleines Abo da, lasst noch ein kleines Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, macht's gut und bis dann. Ciao.